Guten Morgen. Ich darf Sie begrüßen zur Podiumsdiskussion Technologiesouveränität in der Materialwissenschaft im Rahmen der Berlin Science Week 2021, die von der Berlin Research Alliance 50 organisiert wurde. Eine recht neu gegründete Interessensvertretung der außeruniversitären Forschungsinstitute in Berlin. Wir werden Sie mitnehmen auf eine informative, aber hoffentlich auch unterhaltsame Reise zur Technologiesouveränität, ihrer Bedeutung in der Welt, der Rolle der Materialwissenschaften als Schlüsseltechnologie und insbesondere die Potenziale des Standortes Berlin wollen wir dabei beleuchten. Ich darf mich selbst kurz vorstellen. Ich bin in diesem Sinne der Reiseleiter, der Moderator an dieser Stelle. Mein Name ist Thomas Schröder, leite das Leibniz-Institut für Kristallzüchtung in Berlin hier, verbunden mit einer Professur in der Physik der Humboldt-Uni. Aber das Eigentliche, warum ich diese Position hier jetzt innehabe, ist, ich agiere auch als Sprecher des Leibniz-Strategieforums Technologische Souveränität, in der wir die Potenziale der Leibniz bündeln möchten, sichtbar machen wollen und natürlich auch anschlussfähig machen wollen nach außen. Und Leibniz ist ja besonders spannend. Wir sind interdisziplinär. Wir haben Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Und damit möchte ich auch kurz dann auf unser hochgradig besetztes Panel eingehen und eine kleine Vorstellungsrunde an der Stelle starten. Wir haben es in drei Blöcke eingeteilt, Wirtschaft und Politik. Das heißt, hierzu konnten wir gewinnen Herrn Marcel Fratscher. Vielleicht können Sie ein, zwei Sätze zu Ihrer Person und Ihrem Hintergrund sagen. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Marcel Fratscher. Ich leite das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Wir sind, wie der Name sagt, ein Wirtschaftsforschungsinstitut, aber auch interdisziplinär, haben auch mit unserem sozioökonomischen Panel auch Soziologen, Politologen, Psychologen. Und meine eigene Forschungsagenda oder Forschungsinteresse bezieht sich vor allem auf das Thema europäische Integration und auch Verteilungswirkungen und Interaktion zwischen Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Vielen Dank. Der zweite Kollege in diesem Block ist der Herr Engelbert Bayer von BMWF, den ich jetzt noch nicht im Stream erkennen kann. Das heißt, wir hoffen, dass er noch gleich zu uns stößt. Dann ist der zweite Block handelt von Innovationsnetzwerken in der Materialforschung. Und da bin ich sehr froh, dass wir Frau Ursula Eul gewinnen können. Ah, Herr Bayer ist gerade, kommt zu uns. Dann warten wir vielleicht eine Sekunde. Herr Bayer, können Sie uns hören? Ausgezeichnet. Einen herzlichen Gruß in die Runde. Na super. Vielen Dank, dass Sie dazustoßen. Und wir sind gerade bei der Vorstellung. Es wäre nett, wenn Sie ein, zwei Worte sagen könnten zu Ihrer Person und Ihrer Funktion. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Engelbert Bayer. Ich leite die Unterabteilung Angewandte Forschung für Innovationen im Bundesministerium für Bildung und Forschung seit einigen Jahren. Zuvor war ich viele Jahre in der strategischen Planung, in der Hightech-Strategie beschäftigt. In meinen Aufgabenbereich fällt auch das spannende Themenfeld der Materialforschung, auf dem wir in den kommenden Jahren viel vorhaben. Insofern freue ich mich über das heutige Gespräch. Super, vielen Dank. Dann kommen wir zum zweiten Block, wie schon angekündigt, Innovationsnetzwerke Materialforschung. Und da freuen wir uns, dass wir Ursula Eul gewinnen konnten von der Fraunhofer. Einen guten Gesellschaft. Morgen in die Runde. Ich hoffe, man versteht mich, hört mich. Funktioniert, ja. Alles gut, Dankeschön. Ja. Also ich bin die Geschäftsführerin des Fraunhofer Verbundes Werkstoffe, Bauteile, Materials. Und bin seit fast 16 Jahren jetzt bei der Fraunhofer Gesellschaft tätig, war vor der jetzigen Position verantwortlich für das strategische Management in einem unserer Institute in Darmstadt. Und von dort bin ich heute auch zugeschaltet. Und Strategieaspekte interessieren mich natürlich nach wie vor sehr. Okay, vielen Dank. Dann kommen wir zu den Teilnehmerinnen an der Stelle des dritten Blocks. Und da geht es darum, Berlin als Zentrum für die Materialforschung stärker zu positionieren. Und da freue ich mich, dass Frau Sabine Kunst bei uns ist. Ja, ich bin Präsidentin der Humboldt-Universität und zurzeit Sprecherin der Berlin University Alliance. Herr Schröder hatte ja schon kurz erwähnt, dass an der Schnittstelle zu den außeruniversitären Forschungsinstitutionen wir Spitzenforschung in Berlin weiterentwickeln wollen, institutionell und auch inhaltlich. Und deswegen bin ich einerseits hier. Andererseits anknüpfend an Herrn Fratscher. Interdisziplinarität ist die große Chance in Berlin aufgrund der Dichte und der Vielfalt der Institutionen, sodass jetzt als Präsidentin der Humboldt-Universität mein Streben ist,
dafür, die richtigen institutionellen Formen zu finden und die Kolleginnen und Kollegen in den Instituten zu unterstützen, dass wir gut funktionierende Netzwerke und Infrastrukturen haben, in denen das dann auch geht. Ich mache seit 20 Jahren solche Leitungsaufgaben und bin von meiner Grundausbildung her Wasserbauingenieurin. Vielen Dank. Und dann freue ich mich, dass wir aus der Berliner Politik Frau Jutta Koch-Unterseer gewinnen konnten. Frau Koch-Unterseer, ein paar Worte zu Ihnen. Guten Morgen in diese hochkarätige Runde. Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Herr Schröder. Ich mache schon seit einigen Jahren die Leitung der Abteilung Außeruniversitäre Forschung, derzeit in der Senatskanzlei Berlin angesiedelt, die ja auch für Wissenschaft und Forschung zuständig ist. Wie sich diese Anbindung entwickelt, werden die nächsten Wochen zeigen. Das wissen wir noch nicht im Rahmen der neuen Regierungsbildung. Wir haben hier in Berlin eine sehr starke außeruniversitäre Forschungslandschaft, die immer stärker wird und auch immer kooperativer agiert. Und das eine hat mit dem anderen unmittelbar zu tun. Und kooperativer heißt, dass wir besonders gerne mit unseren renommierten Hochschulen vertiefte, differenzierte Kooperationen führen, aber auch außerhalb der Landesgrenzen schauen. Ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Frau Koch-Unterseer. Dann starten wir auch gleich in den ersten Block. Wir werden es immer so machen, dass wir einen kleinen Impuls bekommen und dann kann dieser diskutiert werden und dann erfolgt der nächste Sprecher im Rahmen dieses Blocks. Und ja, ich freue mich auf den Beitrag von Herrn Marcel Fratscher an dieser Stelle, der uns sicherlich erklären kann, warum der Begriff Technologiesouveränität zunehmend an Bedeutung gewinnt in dieser Welt. Ja, ich möchte aus meiner Perspektive des Wirtschaftswissenschaftlers das Thema Souveränität, technologische Souveränität einführen und vielleicht etwas hoffentlich nicht destruktive These sagen, dass technologische Souveränität nie national oder lokal gedacht werden kann, sondern eigentlich immer nur global, bei dem natürlich verschiedene Regionen, verschiedene Wissenschaftszentren wie das Wissenschaftszentrum Berlin ganz entscheidenden Beitrag leisten können. Und der Punkt, weshalb, oder es gibt vier Gründe, weshalb ich überzeugt bin, dass das Thema technologische Souveränität global gedacht werden muss, auch wenn es lokal auch mitgestaltet werden kann und mitgestaltet werden muss. Der erste Grund ist das Thema Forschung und Entwicklung. Und gerade die Komplexität vieler technologischer Entwicklungen erfordert viele Netzwerke, Frau Kunst hat es angesprochen, Netzwerke zu bauen, lokal, aber auch international und global ist wichtig. Typisches Beispiel, Entwicklung der Impfstoffe. Viele sagen, BioNTech hat den Impfstoff oder den ersten Impfstoff entwickelt. In den USA sagt man, das war Pfizer. Und wenn man sieht, wie solche Impfstoffe entwickelt werden, auch getestet werden, realisiert man, man braucht wirklich eine gewisse Größe, eine gewisse Skalierbarkeit. Und das erfordert häufig eben eine globale Perspektive, globale Kooperation und ist eines der Beispiele. Das Zweite, auch wieder auf die Komplexität, ist die Lieferketten. Also wie Produkte, Technologien hergestellt werden. Und auch hier realisieren wir gerade im Augenblick in der Pandemie sehr schmerzvoll, wiederum die Komplexität, wie viel Vorleistungen sowohl vom Materialien her, aber eben auch vom Know-how her notwendig ist, um diese Produkte, um Technologie herstellen zu können. Typisches Beispiel wiederum das Thema seltene Erden, wo wir realisieren, für viele Produkte, Hightech-Produkte, sei es für Batterien, sei es für Handys, dafür sind seltene Erden notwendig. 70% der seltenen Erden sind entweder in China oder befinden sich in der Kontrolle von China, was dann natürlich wiederum ein bisschen eine Herausforderung beim Thema Souveränität ist. Souveränität, also Selbstbestimmung, Unabhängigkeit von einzelnen Playern. Aber dort sind wir eben zunehmend auf globale Lieferketten angewiesen. Das wird in der Zukunft weiter zunehmen und sich eher noch mal intensivieren. Der dritte Grund hat was mit der Nachfrage zu tun. Also wenn man fragt, Technologien werden ja nicht entwickelt aus einem luftleeren Raum, sondern mit einem gewissen Ziel, um eine gewisse Nachfrage zu befriedigen. Und auch da stellt sich für viele Unternehmen die Frage, wer kauft diese Technologie, wer benötigt sie?
Und auch da ist das Thema Skalierbarkeit wichtig, wo wir realisieren, der nationale Markt ist in allermeisten Fällen viel zu klein, gerade wenn man aus einer deutschen Perspektive denkt, sondern wir brauchen eine europäische, wir brauchen eine globale, müssen oder die globale Nachfrage hier berücksichtigen. Der vierte Grund beim Thema Souveränität hat für mich was mit Standards zu tun. Welche Standards wollen wir anlegen, um Technologieentwicklung, Umsetzung, Implementierung zu steuern? Da geht es dann um ethische Standards. Wenn man sich überlegt in der Medizintechnik, dass Embryonen in China entwickelt wurden, wo wir in Deutschland sagen, könnten wir uns ethisch gar nicht vorstellen. Hier geht es um Dinge wie Datenschutz, Persönlichkeitsschutz. Dabei geht es um Thema von Verbraucher- und Verbraucherinnenschutz und auch die Frage von ISO, also von industriellen Standards. Und das ist eine ganz, ganz essentielle Dimension, wenn man überlegt, wie man Technologien entwickelt, dann auch umsetzt und anwendet. Und deshalb ist es beim Thema Souveränität für mich eben eine sehr starke globale Komponente, wo wir global mitdenken müssen, eben diese vier Dimensionen berücksichtigen müssen. Gleichzeitig ist es nicht nur etwas, wo man sagt, wir haben lokale oder nationale Souveränität über die Jahrzehnte in gewisser Weise verloren. Man kann es auch andersrum sehen und sagen, wir gewinnen zunehmend an Gestaltungsmöglichkeiten, eben Technologien weiterzuentwickeln. Dafür müssen wir Souveränität wirklich global denken, die Netzwerke mitdenken, die Interdependenzen mitdenken, auch jetzt in der Pandemie zum Thema Lieferketten überlegen, wie wir Resilienz, Widerstandsfähigkeiten schaffen, um eben die Herausforderung zu bestehen. Und ja, als allerletzter Punkt, Interaktionen, Netzwerke heißt natürlich, dass man viele verschiedene starke Partner hat und gerade auch das Lokale, die Interaktion zwischen Menschen ist wichtig und da sehe ich eine riesige Chance für Berlin in vielen Bereichen. Klar, Materialwissenschaft ist eins, Medizintechnik auch für Berlin ist ein anderer Bereich, aber in vielen dieser Bereiche Berlin eine wichtige Rolle spielt und in der Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen kann. Vielen Dank, Herr Fratscher, für Ihren Beitrag an dieser Stelle, der sicherlich Anknüpfungspunkte für Diskussion bietet. Und ich lade aus dem Podium ein, Fragen an Herrn Fratscher zu stellen. Wer möchte voranschreiten? Dann würde ich vielleicht kurz starten. Sie hatten es global ausgerichtet, aber ich würde es auch provokativ Ihnen entgegenhalten an dieser Stelle. Wir machen uns bereit, auf einem Planeten zu leben mit 10 Milliarden Menschen. Wir machen uns bereit, auf einem Planeten zu leben, wo nationale Interessen, müssen wir leider beobachten, stärker geworden sind in dem internationalen Handel. Und leben auf einem Planeten, in dem auch System- und Wertekonflikte auftreten. Wird es Ihrer Meinung nach möglich sein, immer dies, was wir uns alle wünschen, solche Konflikte in einer Win-Win-Situation aufzulösen? Oder wird es ganz klar auch zu Situationen kommen, die Gewinner und Verlierer hervorbringen? Und ich verstehe die Diskussion Technologiesouveränität, die jetzt vermehrt in den Blickwinkel gerät, Wissenschaft, Forschung, Entwicklung, Technologie, aus der Perspektive der Technologieentwicklung zu betrachten, sich dort stark zu machen. Bin mir nicht sicher, ich habe die Frage verstanden. Natürlich gibt es starke nationale Interessen, das ist aber nichts Neues. Mhm. Ich glaube, das war schon immer so. Und wir realisieren, nehmen Sie das Thema Brexit, dass der nationale Alleingang nicht zu mehr Souveränität führt, sondern zu weniger Souveränität führt. Und dass Souveränität nur als eine geteilte Souveränität verstanden werden kann. Und gerade auch in der Forschung und Entwicklung, die Komplexität nimmt eben so zu, dass man nicht sagen kann, das machen wir an einem Ort und können da wirklich lokal souverän sein. Und jetzt zu den Konflikten, gibt es Gewinner oder Verlierer? Wir sehen schon seit geraumer Zeit bei, jetzt nochmal breiter gesehen, nicht nur im Technologiebereich, sondern in anderen Bereichen, dass die Globalisierung viele Verlierer hat. Und wir reden in der Ökonomie von einer Hyperglobalisierung, dass also in manchen Bereichen die Globalisierung zu weit führt, dass es zu massiven Arbeitsplätzenverlusten beispielsweise kommt, also was für Menschen die reale Konsequenzen hat, spielt sicherlich auch mit eine Rolle hinter der sozialen Polarisierung beispielsweise, die wir in den USA gesehen haben, aber auch in anderen westlichen Ländern. Brexit kann man auch in diesem Lichte interpretieren.
Also kurze Antwort ist, nein, es gibt nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer, weil eben nicht, und was mir jetzt aus einer ökologischen, sozialen Perspektive große Sorge macht, ist die Geschwindigkeit der Veränderung, die zugenommen hat. Und das ist für viele Menschen eine Chance. Nochmal Beispiel Impfstoffentwicklung von 9 Monaten, wo in der Vergangenheit es 10, 15, 20 Jahre gedauert hat, ist eine riesige Chance, aber es ist für viele Menschen eben auch eine Bedrohung. Also wir müssen auch diese soziale Komponente mitdenken, denn technologische Souveränität erfordert auch ein Maß an sozialer Akzeptanz, dass die Menschen sagen, ja, wir akzeptieren diese globalen Interdependenzen und auch eben die Risiken, die damit verbunden sind. Okay, vielen Dank für den Beitrag. Gibt es noch Anregungen? Darf ich eine Frage? Herr Bayer, genau. Machen Sie. Herr Bayer, übernehmen Sie kurz. Ja, wenn ich darf, würde ich gerne eine Frage anschließen. Herr Fratscher, Sie haben den Begriff Souveränität in verschiedene Dimensionen hinein erläutert. Beinhaltet dieser Begriff für Sie auch Handlungsbedarf in einer dieser Dimensionen? Und wo würden Sie diesen Handlungsbedarf gegebenenfalls sehen? Für mich ist der ganz konkrete Handlungsbedarf, ich meine, Schröder hat es angesprochen, wir sind zunehmend in einem globalen Systemwettbewerb, politisch, wirtschaftlich, zwischen USA, China. Und für uns in Europa muss die Frage sein, wollen wir in diesem Systemwettbewerb auch eine Stimme haben? Soll das von einer bipolaren zu einer tripolaren Weltordnung sein, in der Europa seine Werte, seine Vorstellungen, seine Ideen auch mit einbringen kann. Und wir aus einer deutschen Perspektive sind nur mal eine kleine Volkswirtschaft, ein kleines Land mit begrenzt vieler Einfluss. Und für mich ist der konkrete Handlungsbedarf, wir müssen brauchen eine stärkere Integration auf europäischer Ebene. Wirtschaftspolitisch, ich würde mir auch bei Forschung und Entwicklung, es gab früher Horizon 2020, jetzt die Nachfolgeprogramme, auch da wünschen, dass wir mehr europäische Projekte anstoßen. Denn nur wenn Europa stärker mit einer Stimme spricht, können wir wirklich auch unsere Souveränität, also sprich die Ideale, die Werte, ethisch, Datenschutz, Verbraucherschutz und andere Dinge schützen und letztlich auch wirtschaftlich. Und deshalb wäre meine erste Empfehlung, dass wir eine europäische Integration brauchen. Wenn ich noch ganz kurz ein zweites Element nachschieben darf, ich glaube, die Unterschiede in den politischen Systemen und auch in den Wertesystemen, ja, China ist ein extremes Beispiel, mit ganz anderen Standards, auch bei der technologischen Entwicklung. Da würde ich mir wünschen, eine viel engere Kooperation zwischen USA und Europa, weil wir doch auch in dem Bereich mehr der Werte teilen. Und nochmals, für mich ist dieser vierte Punkt die Frage, wer setzt die Standards der Zukunft, die entscheidende Frage, welche Technologien sich durchsetzen werden, welche Standards bei dieser Technologieentwicklung auch wirklich gilt. Okay, vielen Dank. Dann würde ich Frau Kunz noch einladen. Wenn man jetzt die Verbindung zwischen global und regional nochmal sich in das Zentrum der Betrachtung holt, dann ist ja tatsächlich die Frage bei der Schwierigkeit auch europäisch zu handeln, welche Stärken muss man hier besonders herausarbeiten, um tatsächlich auch als Europa mit den Wettbewerbsnachteilen global, Sie hatten gerade gesagt, das ist in China ja tatsächlich eine so andere Welt von Standards und Durchgriffmöglichkeiten, um Technologieentwicklung auch teils zu verordnen. Also wie macht man den Nachteil wett, dass wir an andere ethische Konzepte uns selber binden und koppelt das mit einer Betonung von Stärke der Elemente, die wir hier auch können. Also früher hat man gesagt, der deutsche Ingenieur mit seiner Praxisrückbindung, also ich weiß, das ist also zur Zeit von Ausbildung gewesen, kann aufgrund bestimmter Besonderheiten also sich bewähren, auch im globalen Markt. Und wie müsste man das heute bei einer ganz anderen Struktur dann nochmal abschichten, um auch tatsächlich die regionale Stärke zu einer für Europa wirksamen zu machen? Für mich zwei Teile der Antwort, eine defensive und eine offensive. Die defensive Antwort ist genau das, was ich eben gesagt habe, mit enge Kooperation mit den USA, um wirklich globale Standards zu setzen, den Chinesen zu sagen, wenn ihr gewisse Produkte in Europa verkaufen wollt, also die durch Technologie hergestellt werden, dann müssen die auch diese gewissen Standards einhalten. Das ist ein defensives Argument.
Das offensive Argument ist für mich, was macht Europa aus, was macht Europa stark? Ist für mich sicherlich die Vielfalt und vielleicht ist ganz weit weg von den Naturwissenschaften, ist der Gesellschaftsvertrag, die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft zusammenleben. Und die Frage, wie erfolgreich man ist, hängt ja immer davon ab, vor allem von den Menschen, von davon, ob man die klügsten Köpfe attrahieren kann, halten kann und ihnen die Freiheit gibt, Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Und da sehe ich die große Chance, dass wir diese Freiheit und auch den Rahmen dafür bieten können. Ich glaube, da sind die USA uns in einigen voraus, wenn man jetzt mal sehr plumpes Beispiel, aber die Frage, wer gewinnt die Nobelpreise in den Naturwissenschaften, sind es meistens nicht unbedingt Amerikaner, aber WissenschaftlerInnen, die in den USA tätig sind. Ja. Und da, glaube ich, müssten wir in Europa schauen, wie wir es besser machen, die klügsten Köpfe nach Europa zu bekommen. Vielen Dank, Frau Kunz. Vielen Dank, Herr Fratscher. Dann würde ich übergehen und einladen zu dem zweiten Impuls, Herrn Bayer. Das BMBF hat spannende Papiere, wichtige Papiere hervorgebracht, technologische Souveränität, Materialforschung. Wir sind gespannt. Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit, einige Punkte dann in der Tat auch darzustellen. Der Begriff technologische Souveränität ist auch bei uns ein Leitbegriff geworden in den letzten ein, zwei Jahren. Das hat viel mit dem zu tun, was wir in der ersten Diskussionsrunde aus verschiedenen Perspektiven bereits beleuchtet haben. Der Begriff der Souveränität hat in der Tat technologische Aspekte. Man hat gemerkt, dass es technologische kritische Elemente, kritische Technologien gibt, die einem in ganz, ganz vielen Bereichen aus dem Markt oder aus dem wissenschaftlichen Wettbewerb werfen, wenn man sie nicht beherrscht. Man hat aber auch festgestellt, dass eine große Aufgabe darin besteht, über einen engen Begriff von Souveränität hinaus im Bereich der Forschung sicherzustellen, dass man auf dynamischen Schlüsselfeldern dabei ist, auf Augenhöhe dabei ist. Hier war sicherlich die Diskussion um 5G, also das neue Kommunikationsnetz, ein Augenöffner, als man auf einmal feststellte, die europäischen und auch die amerikanischen Wettbewerber können nicht mehr Schritt halten mit chinesischen Angeboten, sei es in technologischer, aber vor allem auch wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch technologischer Hinsicht. Das war das Erschreckende. Wir sehen die Diskussion um die sogenannten Hyperscaler, also die großen Datenbanken, die Cloud-Systeme, welche durch Chinesen und Amerikaner beherrscht werden und die Gefahr, dass ein Großteil geistigen Eigentums in diese Hyperscaler gebracht wird. Das ist der Trend der Zeit. Man geht in die Clouds, um seine Daten zu speichern und auch zu verarbeiten. Und wenn diese großen Clouds nicht mehr europäisch beeinflusst werden können, dann war da die große Sorge, verlieren wir auch einen Teil unseres Einflusses, unseres Know-hows und auch unsere Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Das waren einige verschiedene Quellen, aus denen sich die Diskussion um technologische Souveränität speist. Uns ist bewusst, dass man den Begriff sehr unterschiedlich und differenziert betrachten kann. Es gibt neben der technologischen Souveränität ja auch die wirtschaftliche Souveränität. Herr Professor Fratscher hat es ausgeführt, wenn man selber etwas technologisch nicht kann, ist auch eine gute Chance, es hinzuzukaufen, wenn die Lieferquellen gesichert sind. Also nicht, man nicht unter Druck unter Wertegesichtspunkten kommt, wenn man sich diese Dinge kauft. Wir im Forschungsministerium schauen auf die technologische Souveränität. Wir verstehen Souveränität nicht als Autarkie, sondern wir verstehen Souveränität als Weg, um auf wichtigen Schlüsselfeldern dabei zu sein, mitzuspielen und diese zu prägen. Insofern haben wir unsere Agenda in den letzten Jahren doch sehr geschärft. Wir nehmen die Technologien, gerade in meiner Abteilung, der übernächsten Generation in den Blick. Da geht es um das Quantum Computing. Da geht es um die Nachfolge des Netzes, was gerade ausgerollt wird, also eher um 6G. Da geht es um die Mikroelektronik. Wir alle haben das in den Nachrichten regelmäßig gesehen. Und nicht zuletzt geht es eben halt auch um das Thema Material. Ich selber verantworte zum Beispiel das ganze Thema Batterieentwicklung, wo wir gesehen haben, dass diese hochdynamische Entwicklung auch sehr stark aus dem Ausland dominiert wurde. Wir haben nach unserer Auffassung in den letzten Jahren hier sehr, sehr stark aufgeholt. Also Fokussierung auf die technologischen Kompetenzen der nächsten und übernächsten Generation, um hier wieder auf Augenhöhe, stärker auf Augenhöhe, vollständiger, flächendeckender
auf Augenhöhe dabei zu sein und mitzuspielen, genau in diesen internationalen Netzwerken, die bereits erwähnt wurden. Wenn man das jetzt runterbricht, letzter Gedanke, auf das Feld der Materialentwicklung, Wissenschaft, dann bedeutet dies auch, dass hier und ein großer Teil der Teilnehmer unter den Experten kommt ja aus diesem Feld, dass wir hier ein Schlüsselfeld haben, welches wir entwickeln müssen. Hier haben wir auch einen Strategieprozess angestoßen. Es ist ein Impulspapier in die Diskussion gegeben worden. Wo wollen wir hier als Deutschland mitspielen? Wo sehen wir unsere Stärken? Was sehen wir als die zentralen Trends, die wir vor der großen Welle bedienen müssen? Dazu zählt dann beispielsweise auch hier die Digitalisierung von Materialforschung, also Material digital. Fast alles wird mit digitalen Zwillingen, also dann heute in Zukunft stärker gemacht werden müssen. Das ist ein ganz, ganz großes Feld, was zu beherrschen ist. Große Initiativen auf diesem Feld. Wir sehen das Lernen von der Natur als die nächste große Welle. Das wird viele überraschen. Das Thema Bioprinzipien, Lernen von Biointelligenz. Und wir sehen natürlich Felder wie die Batterie, Materialforschung in der Batterie, die nächsten großen Schritte dort, eine Festkörperbatterie mit großen Potenzialgewinnen, wo wir unbedingt an führender Stelle dabei sein wollen. Von daher sind wir sehr froh, dass dieses von den Forschungseinrichtungen, auch von Leibniz, aufgegriffen wurde. Wir begrüßen sehr Ihr Strategieforum, was Sie hier haben. Wir begrüßen die Papiere von Helmholtz, von Fraunhofer. Und wir hoffen sehr, dass wir zu diesen Punkten in einen tollen strategischen Dialog kommen. Mhm. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bayer. Dann eröffne ich und biete die Runde um Fragen an dieser Stelle. Gibt es da Beiträge? Ich glaube, es war aus dem Publikum was, oder? Nee. Publikum machen wir im Anschluss. Okay. Mhm. Herr Bayer, dann würde ich noch mal kurz starten an der Stelle. Also ich verstehe die BMBF-Papiere dergestalt, dass technologische Souveränität natürlich nicht national gedacht wird. Es wird sehr stark europäisch gedacht. Und es wird auch natürlich kein autarker Weg festgelegt. Es soll aber auch keine abhängig sein, sondern ein autonomer Weg. Das heißt, wir wollen in der Lage sein, zu bestimmen. Wenn ich es jetzt nochmal runterbreche auf die Materialforschung, wäre, und vorhin wurde auch genannt, es gibt eine extreme Beschleunigung weltweit im Innovationsprozess. Was sind die Maßnahmen, was sind die Tools, die man im BMBF im Fokus sieht, um bei dieser beschleunigten Innovationsgeschichte auch gerade auf der Ebene der Materialforschung mitzuhalten in Deutschland, Europa? Also wir haben ja eine ganz breite und reichhaltige Forschungslandschaft, das muss man immer sehen. Das sind Sie in den Leibniz-Instituten, das ist Fraunhofer, das ist, sind die Helmholtz-Institute und nicht zuletzt die Universitäten. Die Initiativen des BMBF setzen da ja immer oben drauf, kanalisieren gegebenenfalls, wenn es gut läuft, auch auf manchen Feldern die Diskussion und setzen neue Schwerpunkte. Vor dem Hintergrund sind alle folgenden Bemerkungen immer zu wichten. Mhm. Also wenn das BMBF für mehrere Jahre mal nichts macht, kann ein Feld immer sich ganz toll entwickeln in Deutschland, weil andere Player dort unterwegs sind. Aber in dem Bereich der Material setzen wir genau diese Schwerpunkte. Wir haben seit Jahren ein Programm dort unterwegs. Wir fokussieren aus unserer Sicht auf zentrale Schlüsselentwicklungen und wollen dieses auch verstärkt tun. Ich hatte genannt die Digitalisierung. Da kommt es in besonderer Weise darauf an, woraus auch Ontologien zu entwickeln, also die Fähigkeit, dass die verschiedenen Projekte mit ihren Digitalisierungswegen auch miteinander kommunizieren, dass diese Modelle und diese digitalen Zwillinge auch miteinander interagieren können. Also hier ein klarer Netzwerkansatz. Wir sehen als ein großes Feld das Feld Bioprinzipien, welches also das Lernen von der Natur, die Anwendung von natürlichen Prinzipien, die wir werden einen großen Schwerpunkt setzen, selbstverständlich noch intensiver als in der Vergangenheit auf das Thema Nachhaltigkeit. Das Material steht am Beginn vieler Wertschöpfungsketten. Insofern sind Materialfragen auch immer Fragen der in die Richtung, können Kreisläufe geschlossen werden. Da bleibt ganz, ganz viel zu tun. Große Initiativen werden wir dort auf den Weg bringen. Und natürlich das große strategische Feld der Batterie, welches eine zentrale industriepolitische Frage der vorliegenden Jahre
sein wird mit hochdynamischen Entwicklungen. Nichts heute ist so, wie es vor 2 Jahren war. Mhm. Und in 2 Jahren wird die Welt da auch noch ganz anders aussehen. Das alles verbunden mit Netzwerken und Kommunikationsplattformen, gerade in diese Community hinein. Mhm. Vielen Dank, Herr Bayer. Frau Kunst? Herr Bayer, Sie sind ja heute BMBF hier. Also insofern erlauben Sie eine Frage. Wenn man über technologische Souveränität spricht, inwieweit ist denn das BMBF als Schlüsselministerium tätig, auch die weiteren Schritte dann tatsächlich für Produktion in Richtung Wirtschaft aus Ihren Programmlinien heraus gut fädeln zu können? Danke für die Frage. Also zum einen, wir haben ja gerade Koalitionsverhandlungen und es gilt natürlich immer, dem sage ich das Primat der Politik, und Sie haben jetzt heute hier jemanden eingeladen, der aus der Mitte der Verwaltung kommt. Insofern, was ich sage, ist im Grunde die Sicht aus dem Ministerium heraus und an anderer Stelle werden auch die Leitlinien der kommenden Jahre ja im Raum diskutiert und entschieden. Natürlich haben wir einen starken Fokus immer gehabt und würden dieses auch immer wieder weiter vorschlagen, dass in den Bereich der Umsetzung der Wertschöpfungskette vollständig auch hinein. Wir gehen also weit über Grundlagenforschung, angewandte Forschung hinaus. Ich hatte die Batterie erwähnt. Dann gehen wir sogar so weit, dass wir eine Pilotforschungsfabrik bauen, um Prozesstechnologie an der Stelle zu lernen. Ganz entscheidend ist dann die Schnittstelle zu den Kollegen im Wirtschaftsministerium, die dann den Anschluss in die Industriepolitik auch darstellen müssen. Und es ist vielfach geschrieben worden, hier das Hand in Hand und die Übergabe wird für die kommenden Jahre ganz, ganz entscheidend sein, wenn man Erfolg haben will. Da gibt es positive Beispiele, da gibt es auch negative Beispiele. Sie alle kennen das. Es menschelt viel in dem Bereich. Aber es gibt viele positive Beispiele, auf denen man aufbauen kann. Vielen Dank. Herr Fratscher hat sich noch kurz gemeldet als letzte Frage in dem Blog. Das schließt dann das an, was Frau Kunz gesagt hat. Ich aus einer Perspektive der Wirtschaftswissenschaften realisieren wir häufig, dass es hapert bei der Umsetzung, bei der Skalierbarkeit, dass Produkte, Technologieprodukte dann auch wirklich marktfähig werden. Und dazu gehört natürlich die Interaktion zwischen Wissenschaft und der Praxis, also der Wirtschaft. Aber gerade auch nochmal spezifisch auf Berlin zu kommen. Berlin hat eine riesige Stärke im Bereich Start-up-Unternehmen, junger Unternehmen, die Ideen aufgreifen, sie versuchen zu entwickeln. Aber dann passiert es doch sehr häufig, dass wenn diese Produkte, diese Ideen marktfähig werden, sie ins Ausland, vor allem die USA, abwandern. Und dazu gehört dann auch das Thema Finanzierung. Häufig hapert es nach 3, 4 Jahren an Risikokapital, an Wagniskapital, um dann wirklich diese Skalierbarkeit sicherzustellen. Und da auch nochmal, es ist also weniger eine Frage, mehr eine Anmerkung zu sagen, auch da ist dann die europäische Dimension nochmal wichtig, weil wir brauchen letztlich einen Kapitalmarkt, wir brauchen mehr Risikokapital. Auch da wieder die Verbindung zwischen Wissenschaft, Technologieentwicklung und Wirtschaft, Finanzmärkte, das nochmal zu unterstreichen. Prima, vielen Dank. Dann würden wir den ersten Block damit beschließen und kommen zu unserem zweiten Themenkreis, der sich um Strategien zur Bildung von Innovationsnetzwerken dreht. Ja, wir haben gehört, beschleunigte Innovationszyklen, hochkooperative Einheiten werden benötigt. Ich glaube, das sind alles Steilvorlagen für Frau Eul von der Fraunhofer Gesellschaft. Ja, herzlichen Dank, Herr Schröder. Zunächst einmal ist natürlich festzuhalten, die Fraunhofer Verbünde sind per Satzung und auch vom Selbstverständnis her zunächst kompetenzbasierte Verbünde, Kompetenzverbünde. Das bedeutet, hier schließen sich Institute zu einem Netzwerk zusammen, die auf ähnlichen Kompetenzfeldern arbeiten. Also in unserem Fall sind das die Materialwissenschaft und die Werkstofftechnik. Das geschieht natürlich in einem durchaus gesunden, sportlich-wissenschaftlichen Wettbewerb, aber auch in Ergänzung natürlich zueinander. So ist das in unserem Fraunhofer-Bund so, dass natürlich die einzelnen Institute, das sind 16 an der Zahl, ihren jeweiligen Schwerpunkt haben, entweder bezogen auf ein bestimmtes Material oder auf eine bestimmte Technologie. Aber es gibt eben auch diesen, ich nenne das ganz bewusst, gesunden sportlich-wissenschaftlichen Wettbewerb.
Und wenn wir jetzt zum Thema Innovation kommen, es ist natürlich Bestandteil der Fraunhofer-Vision, dass die Institute ihre Kompetenzen einsetzen, um in den Märkten ihrer Kunden, mit ihren Kunden Innovationen anzustoßen, Innovationen zu schaffen. Und insofern sind die Fraunhofer-Verbünde im Zusammenspiel mit ihren Partnern aus der Wirtschaft, aber auch, und das möchte ich ganz klar betonen, mit ihren Partnern im universitären Umfeld und den Kollegen aus den anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein Innovationsnetzwerk, oder sind im Plural, muss ich natürlich sprechen, es geht nicht nur um unseren Verbund, sind Innovationsnetzwerke. Und dieser Aspekt der Seamless sozusagen, also der Nahtlosigkeit, dass eben die komplette Wertschöpfungskette dazugehört, beginnend mit den universitären Forschungen bis eben hin zur anwendungsorientierten Forschung. Das ist für uns natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und um zum Thema technologische Souveränität zurückzukommen und dem Kontext Innovationssouveränität, dazu hat ja auch eines unserer Fraunhofer-Institute ein interessantes Papier erstellt. Herr Bayer, Sie haben vorhin auch indirekt ein paar Mal darauf abgestellt. Und da wird ja ganz klar dargestellt, dass eben die technologische Souveränität eine notwendige Voraussetzung ist für eine Innovationssouveränität und die wiederum aber auch eine notwendige Voraussetzung, nicht hinreichend, beides nicht hinreichend, aber notwendig für die wirtschaftliche Souveränität, die Herr Fratscher angesprochen hat. Und jetzt wird Sie natürlich nicht verwundern, dass wir aus Sicht des Fraunhofer-Verbundes Werkstoffe Bauteile sagen, der Kern der technologischen Souveränität sind aber wirklich oder ist eine starke Materialwissenschaft und Werkstofftechnik in Deutschland beziehungsweise Europa. Also so viel vielleicht für den Anfang. Dazu gibt es natürlich etliche Belege, warum das so ist oder warum wir denken, dass wir da einfach auch sehr, sehr gute Chancen haben, zu technologischer Souveränität, zum Beispiel im Bereich der Energiewende zu kommen. Vielen Dank, Frau Eul. Ich würde vielleicht, weil Sie diese Vorgaben jetzt gegeben haben, starke Zusammenarbeit, Universitäten, Außeruniversitäre, vielleicht auch schon gleich mal die Stellungnahme der Helmholtz-Gesellschaft einholen und Herrn Kraft bitten, weil Sie ja einen gelungenen Integrationsraum außeruniversitär anbieten können. Da sind wir gespannt zu hören, wie Sie sich da aufstellen. Ja, vielen Dank. Guten Morgen, Oliver Kraft, Vizepräsident für Forschung am Karlsruher Institut für Technologie. Und wir nennen uns selbst, um den Bogen zu spannen, die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft. Und das zeigt allein schon, also dass wir da eine Alleinstellung haben. Wir haben sozusagen die Schnittstelle außeruniversitäre Forschung im Haus. Wir sind gleichzeitig eine Landesuniversität als auch ein Helmholtz-Zentrum und Mitglied in der Helmholtz-Gemeinschaft. Da möchte ich jetzt gar nicht so furchtbar viel drüber sprechen, wie wir das im Haus regeln. Das ist eine Story für sich und hat vielleicht auch zu einigen Reibungsverlusten geführt in den letzten Jahren. Aber davon mal abgesehen, halte ich gerade die Zusammenarbeit zwischen eben außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Universitäten für extrem wichtig und möchte es auch an einem Beispiel illustrieren, das jetzt nicht Karlsruhe intern ist, sondern unsere langjährige Zusammenarbeit mit der Universität Ulm im Bereich der Batterieforschung und der Materialentwicklung für die Batterien dort. Und möchte damit beginnen, dass ich glaube, dass für technologische Souveränität und interdisziplinäre Zusammenarbeit erstmal wichtig ist, dass wir eine große disziplinäre Breite haben. Und das ist letztlich eine Stärke des deutschen Universitätssystems, dass wir das haben. Man kann sich darüber unterhalten, warum wir in Rankings insgesamt nicht besser dastehen, als wir es tun. Aber ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass wir eine sehr, sehr gute wissenschaftliche Ausbildung unseren Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bieten. Und die Breite ist dann eben auch eine Grundlage, wenn man auch an eigenen Stärken festhält. Und jetzt kann man die Frage stellen, warum arbeiten wir gerade beim Batteriethema mit Ulm zusammen? Die Universität Ulm hat sich in den 1990er Jahren im Gegensatz zu den meisten anderen deutschen Universitäten entschieden, ihre Elektrochemie-Lehrstühle nicht abzuschaffen, sondern die zu erhalten, sogar das Thema noch auszubauen, zu stärken. Und als dann so in den späten 2000er Jahren auf einmal das Thema Batterien wichtig wurde, der Tesla-Schock, nenne ich es mal, also auf einmal war da eine Firma in den USA, die behauptet hat, sie können voll elektrische Autos bauen und das hat natürlich die deutsche Automobilindustrie zumindest erstmal vorübergehend in gewissen Aufruhr versetzt, danach waren sie wieder etwas beruhigt, hatte ich den Eindruck,
und haben dann ein paar Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass sie doch was tun müssen. Und in der Zeit haben wir uns dann entschlossen, das Helmholtz-Institut in Ulm zu gründen, also als Helmholtz-Zentrum in dieser Zusammenarbeit mit der Universität. Und mittlerweile ist das Institut, also die Zusammenarbeit, wenn man mal schaut, so mit dem Argonne National Lab und der Chinese Academy of Science Instituten, so unter den Top 3, was die weltweite Batterieforschung angeht. Und haben gemeinsam Exzellenzcluster auch und so fort. Also was das aber zeigt, ist meines Erachtens, wir brauchen wirklich eine disziplinäre Breite, um auf verschiedene Entwicklungen eingestellt zu sein. Man kann nicht glauben, dass Forschung sozusagen den Return of Invest morgen liefert, sondern das ist letztlich viel langfristiger und hängt sehr viel mit Kompetenz und Kompetenzaufbau zusammen. Und dann haben die außeruniversitären Einrichtungen die Chance, gezielt Themen eben mit einem längeren Atem und auch größeren Budgets zu unterstützen, um so ein Thema entsprechend aufzuziehen. Und gerade, wir haben es ja gerade gehört aus dem BMBF, Batterie ist ein Schlüsselthema, viele wichtige Details auf der Materialseite zu lösen, wie bekomme ich kobaltfreie Batterien, wie kriege ich Batterien, die von vornherein so hergestellt sind, dass man sie in eine Kreislaufwirtschaft geben kann, also Materialien zurückzugewinnen. Festkörperelektrolyt wird man sehen, ob das ein nächster großer wichtiger Schritt ist, bis hin dann zu lithiumfreien Batterien für stationäre Anwendungen in 10 Jahren, wenn wir dann mal das Energiesystem umgebaut haben. Also viele, viele offene Fragen. Und ich glaube, letztlich braucht man, wie gesagt, die geballte Kompetenz, um das zu erreichen. Und das vielleicht als letztes Wort, dass wir jetzt überhaupt bei dem Thema mitspielen, auch Zellfertigung in Deutschland aufgebaut wird, nicht nur in Forschungsfabriken geförderten, sondern auch von der Industrie selbst, ist möglich, weil eben seit jetzt 10, 15 Jahren auch wieder entsprechend ausgebildet wird in den Fachgebieten. Super, vielen Dank. Dann lade ich ein an der Stelle zur Diskussion. Wer hätte Fragen, Kommentare zu den beiden Rednern? Bernd? Also, oder Frau, bitte? Frau Eul, war das? Man sieht das natürlich nicht, wenn jemand aus dem Podium vor Ort Frau Eul, übernehmen. Entschuldigung. Genau, Frau Eul, wenn Sie möchten, übernehmen Sie kurz. Ja, ja ganz kurz. Ich wollte sozusagen nochmal eine Brücke auch zu Herrn Bayer schlagen, weil gerade kam ja auch nochmal das Thema Interdisziplinarität zur Sprache und wie wichtig das ist, um eben auch ich sage jetzt mal, gesellschaftliche Probleme ganzheitlich anfassen und lösen zu können. Und war ja vorhin die Frage nach den Formaten, die dazu erforderlich sind. Und da haben Sie ja jetzt in relativ junger Zeit diese Material Hubs im BMWF definiert und konstruiert. Und ich denke, da wird genau der Gedanke auch aufgegriffen, dass eben aus den unterschiedlichsten Disziplinen, aber auch aus den unterschiedlichsten Organisationsformen missionsorientiert zusammengearbeitet werden kann. Das war vorher in dieser Breite nicht möglich. Und also ich freue mich darauf. Also ich weiß, es wird demnächst auch einen Nachhaltigkeitshub geben. Und ich denke, das kann schon einen großen Beitrag auch leisten. Vielen Dank, Frau Eul. Gibt es weitere Wortmeldungen zu der Thematik? Frau Kunst? Also Sie erst. Oder? Ja. Okay. Ja, Bernd, sag kurz. Vielleicht eine Frage direkt noch an Oliver Kraft, aber auch an Frau Eul, weil wir gerade bei dem Thema Batterie, ist ja auch ein hochspannendes Thema, wenn man einerseits sieht, wie baut man Forschungskapazität, auch Ausbildungskapazität wieder auf, wie viel Bewegung dort ist. Man hat aber gleichzeitig, das ist ja jetzt auch für hier, wenn wir sagen Berlin-Brandenburg-Umfeld, wir haben ja auch einen kleinen Tesla-Schock, vielleicht einen positiven, also Tesla vor Ort jetzt mit Batteriefertigung. Wir haben mit BASF glaube ich, ganz wichtig, wenn wir über Materialketten denken, die ja, sagen wir mal, schon immer sehr früh in den Werkstoffketten auch bei Batterien waren. Vielleicht, Oliver, könntest du und auch Frau Eul noch mal kommentieren, wie man die nationale Strategie in diesem ganzen Umfeld aus der Forschungssicht dort sieht. Ich kann ja vielleicht gleich meine ketzerische Frage noch anschließen. Herr Kraft, Sie haben ja letztendlich gerade eben gesagt, dass Sie die Forschungsuniversität sind in der Helmholtz-Gemeinschaft. Also hier in Berlin gehen wir ja einen anderen Weg, dass wir versuchen, über
die Entwicklung und Profilierung in der Universität, also eine gemeinsame Definition zu finden, in welche Richtung wir gemeinsam gehen wollen, und sehen eine besondere Chance drin, nicht nur mit Helmholtz zusammenzuarbeiten, sondern mit vielen. Frage, mag Karlsruhe das auch oder sind Sie sklavisch an Helmholtz gebunden? Wir sind nicht sklavisch an Helmholtz gebunden und ich glaube, die Konstellation in Karlsruhe war eine spezielle, also auch nicht unbedingt kopierbar, aber die Tatsache eben, dass wir unsere Cluster mit der Universität Heidelberg haben, einen anderen Cluster mit der Uni Ulm, einen europäischen Universitätsverbund in EUCOR schon seit vielen Jahren mit dabei sind, zeigt ja, dass wir nicht nur jetzt in unserem eigenen Saft kochen, sondern mit anderen Universitäten eng zusammenarbeiten. Wir haben eine ganze Reihe von Fraunhofer-Kollegen, Kolleginnen ist auch eine dabei, ja, und Kollegen, die eben bei uns ihre Professuren haben. Was uns ein bisschen fehlt in Karlsruhe ist Max Planck, also würden wir auch sofort nehmen, wenn die Max-Planck-Gesellschaft sich dazu entschließt, ein Institut bei uns anzusiedeln. Also wir sind uns in dem Sinne nicht selbst genug, sondern sehen das wirklich als eine Plattform an. Was ich glaube, was Karlsruhe gezeigt hat, ist tatsächlich, dass die Durchlässigkeit einfach größer werden muss zwischen universitärer und nicht-universitärer Forschung, egal welche Einrichtungen das sind an der Stelle. Also das ist, glaube ich, wenn man sagt, das ist das, was man hat lernen können. Und letztlich hat ja auch die Änderung von 91b, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass man einfach gesehen hat, da muss was geschehen, damit der sozusagen da auch der Bund auf Landesebene mehr tun und fördern kann. Ja, da haben Sie recht. Das ist der eine Teil. Der andere Teil nochmal zu den Wertstoffketten. Also ich glaube, dass man zukünftig eigentlich gar nicht mehr so zwischen Material und einer Anwendung trennen sollte, sondern wir müssen in Materialsystemen letztlich denken. Und das hängt dann auch sehr viel mit Kreislaufwirtschaft zusammen. Also wie viel, wenn ich schon beim Material mir überlegen muss und wie ich es verarbeite, sozusagen wie ich das Produkt hinterher wieder auseinandernehmen kann, ganz bis zum Material zurück oder bis zu einzelnen Komponenten, um letztlich zu einem Kreislauf zu kommen. Also wir haben jetzt gerade eine SFB-Initiative, da kommt das Wort drin vor, das ewige Produkt. Also in dem Sinne sozusagen, ich meine, auf atomarer Ebene ist alles ewig, aber, aber letztlich auch in Materialien, Komponenten gedacht. Also, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und deshalb würde ich das gar nicht so auftrennen, weil das ist dann wirklich von der Synthese, also Chemie, bis hin zum Maschinenbauer ganz am anderen Ende, der die Maschine dafür baut, alles hängt dann letztlich miteinander zusammen. Und das ist natürlich auch in der Ausbildung eine große Herausforderung, sozusagen die Ingenieure dafür zu sensibilisieren und umgekehrt die Materialwissenschaftler nicht nur zu sagen, ja, im Labor hat es ja funktioniert, sondern letztlich muss es auch ein Produkt bekommen können. Eine spannende Perspektive. Dann würde ich an dieser Stelle an Bernd Resch übergeben, das mal aus... Frau Korunterseher, entschuldigen Sie, dann noch eine Frage und dann führen wir fort. Frau Korunterseher, bitte. Ja, danke schön. Ich wollte jetzt ehrlich gesagt nicht Herrn Rech ins Wort springen, aber Sie als Moderator entscheiden das ja jetzt. Mir gefällt der Begriff, den Herr Kraft gerade gebraucht hat, von der Durchlässigkeit, dass die größer werden muss. Das empfinde ich als eine sehr, nicht nur kluge, sondern auch notwendige Einschätzung. Und die Frage ist, wir sind ja in Deutschland eigentlich schon ganz gut, aber müssen wir noch durchlässiger werden in unseren Strukturen und Formaten und Formatvorgaben? Das wäre eine Frage, die ich jetzt gar nicht an den Kollegen Bayer gerichtet sehen möchte, sondern eher an die VertreterInnen auf dem Podium, was die selber sozusagen für Wissenschaftstun stehen hier. Müssen wir durchlässiger werden oder sind wir schon durchlässig genug in Deutschland mit unserem, wie ich finde, gar nicht unerfolgreichen und auch innovationsfähigen System der Forschung und der Forschungsförderung? Das würde ich gerne noch in die Runde geben. Okay, dann lade ich dazu ein, die Frage zu beantworten von Frau Koch-Unterseher. Wer möchte? Frau Kunst? Ja. Also Frau Koch-Unterseher, wir haben ja sehr, sehr viele gemeinsame Berufungen mit, wenn man es auf die Humboldt bezieht, neben 440 Professuren, nahezu beinahe 80 S-Professuren, die gemeinsam auch mit den außeruniversitären Forschungsinstitutionen berufen sind.
um das, was Sie gerade benannten, weiterzuentwickeln, bedürfte es wesentlicher Regelungen auch im Land Berlin, um tatsächlich die Durchlässigkeit im Sinne beider Seiten zu verbessern. Also eine Änderung vor allen Dingen auch an den Stellen, an denen die Kollegen aus den außeruniversitären Institutionen in der Universität was machen wollen, es aber an vielen Stellen nicht geht. Sie kennen das Problem, weil in Berlin es immer noch nicht geregelt ist, dass das nicht kapazitätserhöhend für die Universität wirkt. Und das ist eine Großtat im KIT, dass Ihnen das gelungen ist. In Grenzen. Ich weiß, dass auch Baden-Württemberg dort zaubert. Aber ich meine, das ist, um tatsächlich die Durchlässigkeit und die Synergien im Sinne der, die das wirklich arbeiten, voranzubringen. Da gibt es einiges an Handwerk, was ganz, ganz viel nochmal freischalten würde, gerade wenn man einen solchen Standort wie Adlershof sieht. Wir diskutieren das ja schon lange, aber es ist wirklich mit ein Kardinalproblem, was gelöst werden müsste, damit auch die Jungen, die jetzt aus dem außeruniversitären Forschungsinstitut kommen, eine breite Entwicklungsmöglichkeit haben von Industrie bis Universität und auch für sie der Weg weiter offen bleibt, das eine wie das andere zu machen und umgekehrt. Also auch wir müssen unsere Hausaufgaben machen, aber dafür knacken wir im Handwerk eben genau an diesen Punkten. Und ich finde es auch toll, dass das in Karlsruhe gelungen ist. Vielen Dank. Vielleicht ein ganz kurzer Kommentar, aber dann müssen wir fortführen aus Zeitgründen. Herr Bayer? Genau. Es juckt mich ein wenig, weil in der Tat, ich habe in den letzten zwei Jahren hauptsächlich das KIT-Weiterentwicklungsgesetz verhandelt und nur eine Ergänzung zu Herrn Kapp. Was eben halt möglich ist in Karlsruhe, ist, dass zwischen dem universitären Teil und dem Forschungszentrumsteil in Zukunft Personen auch teilweise kapazitätsmäßig hin und her geschoben werden. Das ist der große Reiz an diesem Modell. Mhm. Und ja. Da sind wir alle ganz gespannt, wie sich dieses in den vor uns liegenden Jahren bewährt. Mhm. Da, glaube ich, ist was Neues gelungen. Okay. Da haben Sie recht, Herr Bayer. Das ist wirklich ein toller Ansatz. Und das wäre vielleicht auch was man in Berlin mal probieren sollte. Sehr schön. Dann würde ich an Bernd Resch übergeben, mal Zusammenarbeit außeruniversitär am Standort Adlershof näher zu beleuchten. Danke. Ja, gut, ganz vielen Dank. Um mich auch kurz vorzustellen, Bernd Resch, wissenschaftlicher Geschäftsführer am Helmholtz-Zentrum Berlin, dort verantwortlich für Energie und Information und Professor an der Technischen Universität Berlin. Wir haben es gerade gelernt auch, und wir arbeiten da sehr nah zusammen, Oliver Kraft und ich. Das KIT ist für vieles ein sehr gelungenes Modell. Wir haben auch gelernt, wir können in Berlin auch einiges davon lernen, aber es gibt natürlich die Besonderheiten, die wir in Berlin, und ich komme dann auch gleich auf den Campus Adlershof kommen, wo wir auch unsere großen Stärken haben. Und herausragend ist auch, dass mit der Berlin University Alliance jetzt ein landes- oder regionsweites, international sichtbares, exzellentes Netzwerk oder eine Allianz entstanden ist. Wir haben uns jetzt auch zusammengefügt in Berlin, die mehr als 50 außeruniversitären Forschungsinstitute, um auch gemeinsam mit dieser großen Allianz Dinge gemeinsam und mit der Senatsverwaltung voranzubringen. Es existiert ja, glaube ich, großes Potenzial. Man merkt es auch durch den Wachstum in der Stadt. Es wurde angesprochen, die hohe Startup-Kultur, aber auch die Ansiedlung von neuen Großunternehmen in Berlin-Brandenburg. Wir müssen ja diesen Raum auf jeden Fall sehr stark gemeinsam denken, wenn wir über die Metropolregion nachdenken. Wenn wir zum Thema Materialien kommen, zum Thema Material- und Technologiesouveränität, glaube ich, ist der Standort Campus Adlershof dort herausragend platziert in den Möglichkeiten. Es bildet sich dort die gesamte Wertschöpfungskette ab. Es ist ein Wissenschafts-Wirtschaftsstandort. Die Humboldt-Universität sitzt dort mit ihren naturwissenschaftlich geprägten Instituten der Informatik. Es ist ein ganz neuer Forschungsbau entstanden. Es wird ein neues Institut für Materialien, Materialwissenschaften
entstehen. Die PIs sind aber schon da. Und ich glaube, gerade an dieser Stelle zeigt sich, dass wir heute ja schon sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Nicht nur die Außeruniversitären in Adlershof mit der Humboldt-Uni, sondern auch unsere Außeruniversitären in den anderen, die mit angebunden sind in den anderen Berliner und Brandenburger Hochschulen. Also ich glaube, das ist, hier bildet die Universität einen Nukleus. Wir sind dabei, in vielen kleinen Arbeitsebenen genau das, was Frau Kunst angesprochen hat, wirklich diese Durchlässigkeit zu leben in den gemeinsamen Berufungen. Es würde uns sehr viel helfen, wenn das noch einfacher ginge. Wir haben aber gleichzeitig vor Ort, also das Helmholtz-Zentrum Berlin, wir haben ein Synchrotron BESSE 2 für die Materialforschung. Wir haben für die Metrologie, also internationale Spitzenmetrologie, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, das der Bundesamt für die Materialprüfung, also und natürlich die Institute im Forschungsverbund Berlin, die sehr stark wie deins, Thomas, auch materialforschungstechnisch ausgerüstet sind. Also es ist ein sehr, sehr starkes Potenzial, das wir stärker heben können und müssen, wenn wir uns die zukünftigen Materialfragen anschauen. Ich glaube, der Campus Adlershof ist besonders stark dort auch, wo es um Materialien der nächsten Generation geht, über von 2D-Materialien, Beispiel aber auch Galliumoxid für die Halbleiterindustrie, für die Photonik. Wir haben einen sehr starken Schwerpunkt für neue Materialien für Energie, für von Perovskit-basierten Photovoltaikmaterialien, neue Aspekte mit der Max-Planck-Gesellschaft für Dünnschichtkatalysatoren, die wir stärken. Also ein sehr, sehr großer materialwissenschaftlicher Schwerpunkt mit einer einzigartigen Analytik und mit einer einzigartigen Verknüpfung im Hochschulbereich. Und das, und um das jetzt weiter zu stärken, glaube ich, und das ist eine große Frage bei Material- und Technologiesouveränität, ist, wo haben wir die thematischen Schwerpunkte, die wir jetzt gesetzt haben? Wie können wir die weiterentwickeln im nationalen Kontext, in nationalen Zusammenarbeiten und dann aber mit der wirklichen Pflicht zur europäischen und damit auch internationalen Führerschaft? An welchen Stellen können wir diese Schnittstellen weiter stärken? Und das ist die Schnittstelle zwischen der Universität und den Forschungsinstituten, das haben wir diskutiert, aber insbesondere auch zur Industrie im Bereich der Startups und auch der gerade auch der neu angesiedelten großen Unternehmen, also die ja, glaube ich, für ein Gelingen der Energiewende, der Materialwende extrem wichtig sind. Und einen letzten Punkt, den ich vielleicht an dieser Stelle noch sagen wollte, es kam auch an verschiedenen Stellen, wenn wir über neue Materialien, neue Technologien reden, kommt natürlich der Punkt, wie schaffen wir das, die in die Produktion und in die Produkte zu bringen. Und da ist der Punkt, der Weyer hat es auch erwähnt, hier wird es dann sehr teuer. Man spricht ja immer noch von dem Valley of Death bei manchen Technologien. Wie schaffen es die, über diese sehr kritische, teure Phase zu kommen? Und dort brauchen wir, glaube ich, gemeinsame Reallabore mit der Institut, mit der Industrie, aber vor allen Dingen auch nutzbar zwischen universitärer, außeruniversitärer Forschung in ganz einfachen und klaren Zusammenarbeitsmöglichkeiten. Also wir brauchen die, wir brauchen auch das richtige Regularium dazu und dann, glaube ich, können wir noch mal einen sehr großen Schritt weiter nach vorne gehen. Vielen Dank, Bernd. Gibt es da Anmerkungen, Anregungen dazu? Ich würde nur dann den Kommentar aufgreifen. Wir haben sicherlich in Berlin das Problem, dass wir oftmals nicht die großen Player der Industrielandschaft hier vor Ort mit ihren Produktionen und Forschungsstandorten haben, aber eine sehr bunte Start-up-Kultur. Ich glaube, das wäre extrem spannend, auch bei der Vorbereitung von Next-Generation-Technologien, wie es Herr Bayer auch angesprochen hatte, dass wir dort uns eng vernetzen mit der Start-up-Kultur. Und dann fände ich es auch sehr spannend mit den Wirtschaftswissenschaften. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist eigentlich relativ übersichtlich, ein Start-up zu gründen. Wenn man dann aber von 10 Leuten auf 50 Leute skalieren muss, das ist genau der Punkt, wo dann das Geld woanders herkommt und unsere potenziellen Technologien verkauft werden und unter anderen Ägide gestellt werden. Dann würde ich zum dritten Block überschreiten und Partnerschaften stärken. Frau Koch-Unterseher, ich denke, Berlin
hat in den letzten Jahren ein extrem ambitioniertes Programm gefahren, die Wissenschaftsstadt auszubauen, Der Bürgermeister hat es zur Chefsache gemacht und ich weiß aus enger Wechselwirkung mit Ihrem Hause, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen da extrem engagiert unterwegs sind. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind und freue mich auf Ihren Beitrag. Ja, ich habe jetzt Ihrer Diskussion sehr interessiert gelauscht, mich auch schon ein Stück weit eingebracht und habe jetzt erstmal mein eigentliches Statement zur Seite gelegt, weil bestimmte Aspekte, die ich hier nochmal aufgreifen wollte, sind schon in der Diskussion aufgetaucht. Das muss ich nicht wiederholen. Ich glaube, dass wir schon in Deutschland sehr gut unterwegs sind im Hinblick auf Technologiesouveränität insgesamt. Und da hat auch ein sozusagen bestimmte Grenzen überschreitendes gemeinsames Nach-Vorwärts-Denken Platz gegriffen. Das halte ich für gut und notwendig, denn Schlüsseltechnologien zu verstehen, aber auch entwickeln und zu produzieren, sind schlechterdings nicht viel weniger als die Sicherung unseres Wohlstandes, unserer Arbeitsplätze. Sie finden aber auch statt in einem System von demokratischen gemeinsamen Grundwerten. Und da will ich an der Stelle, Marcel Fratscher und andere haben das hier in der Runde auch erwähnt, noch mal kurz sagen, riesig schnell weiterentwickelnde Technologien verändern unsere Gesellschaften rasant und tun das teils auch in einer Weise, die große Sorge erregt. Ich sage jetzt nur das Stichwort Beeinflussung von Wählern, Wählerinnen, Wählerstimmen in Demokratien, die durch Technologien möglich wären, die wir vor 15 Jahren noch nicht in der Verfügung hatten. Insofern gibt es durch Technologien Weiterentwicklung, beschleunigte, disruptive Weiterentwicklung, auch völlig neuartige Herausforderungen, mit denen insbesondere die dem westlichen Modell sich verpflichtet fühlenden Gesellschaften klarkommen müssen und die wir verfügen ja über ein Modell, was weltweit ausstrahlt. Insofern gibt es hier auch Anlass für erhebliche Sorgen, was Sicherstellung der Grundfesten von Demokratien anlangt. Es gibt aber auch gigantische Möglichkeiten. Und die Technologie-Souveränitätspolitik ist eine, das hat Marcel Fratscher ausgeführt, die im globalen und internationalen Denken sich verankern und sich rückbinden muss. Ich glaube, das ist im Kern auch unwidersprochen. Sie findet auf nationaler Ebene, das ist die zweite Ebene neben der globalen, ihren guten Ausdruck, indem die beiden zuständigen Ressorts, zuerst das Bundesforschungsministerium, dann aber auch das Bundeswirtschaftsministerium, immer stärker die Tendenz verfolgen, kluge Schwerpunktsetzungen, Anwendungsfelder in, Frau Eul sagte es, glaube ich, gesunden Wettbewerbskonstellationen zu entwickeln, gemeinsam mit Forschenden. Also es gibt ja dann Strategieagenten, die ihnen vorgeschlagen werden. Aber sie entscheiden sich ja dann in den Spitzen der Ministerien, der Bundesministerien, auch für bestimmte Schwerpunktsetzungen. Das tun sie nicht im luftleeren Raum, sondern sozusagen in Zuarbeit und Diskurs. Das ist ein ausnehmend guter und ich finde auch schon viele, viele Früchte tragender Weg. Wir in Berlin gehen sozusagen auch in einer Push- und Pull-Bewegung vor in der Wissenschafts- und Forschungspolitik in den letzten Jahren. Und auch das halte ich für enorm zielführend und weiterbringend. Es ist schon erwähnt worden, Thomas Schröder hat es gesagt, Frau Kunst, Bernd Rech, dass wir eine sozusagen, man könnte beinahe sagen, brausende Entwicklung in der Wissenschaft hatten in den letzten Jahren, dass durch die Führung, die politische Führung unserer Stadt an unterschiedlichen Stellen incentiviert, angeregt durch Stimmen aus der Wissenschaft ermöglicht, vorangetrieben, ausgebaut wurde. Wir werden jetzt in der neuen Wahlperiode in der Situation sein, auch in Ressourcenkonkurrenz zu anderen Feldern zu versuchen, diese sozusagen neuen Chancen, die neuen Cluster, die neuen Entwicklungen weiter voranzutreiben. Ich finde es richtig, dass wir das in einer Bottom-Down und in einer politischen, sozusagen, ich will nicht sagen Top-Down, einer politisch ermöglichten Weise in diesem Wechselwirkungsspiel hier vorantreiben. Für uns ist es weiterhin wichtig, dass die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die so erfolgreiche Arbeit leisten hier in Berlin, dass sie aus sich heraus
natürlich in ihrem Kontext, in ihrem jeweiligen kluge Ideen entwickeln und dass sie aus sich heraus mit Köpfen arbeiten. Dafür brauchen sie selber entsprechende Köpfe an der Spitze, die solche Synergien suchen, Schwerpunktbildung suchen, nach vorne gucken wollen, die es gemeinsam tun. Da sind wir auf die Köpfe, die Mitarbeitenden in unseren Einrichtungen angewiesen. Und ich glaube, dass wir hier in den letzten Jahren riesige Fortschritte gemacht haben. Die Tatsache, dass Thomas Schröder dieses Strategieforum in der Leibniz-Gemeinschaft gegründet hat, mag ein Beleg dafür sein, dass die Leibniz-Gemeinschaft sozusagen auch noch profitieren kann von dieser Idee, die Thomas Schröder und seine KollegInnen weiterhin auch in diese Forschungsorganisation hineintragen. Für das Fraunhofer Selbstverständnis, das Stichwort Kompetenznetzwerke, Innovationsverbünde, ist ja schon gefallen. Davon haben wir in Berlin auch einige. Und ich glaube, diese starke Entwicklung aus sich heraus mit klugen und über den Tellerrand schauenden wissenschaftlichen Köpfen ermöglicht auch erfolgreiche Arbeit in Verbünden. Und ich finde es absolut wünschenswert und weiterentwicklungsbedürftig, dass sowohl die universitäre Seite in Berlin in dem Format der BUHA zusammengefunden hat, als auch, dass die Außeruniversitäre mit sich in ihren unterschiedlichen Feldern, aber auch mit den Hochschulkolleginnen in engere Kooperationen gehen. Das ist klug und das ist in Berlin vielleicht auch ein Stück vorbildhaft unterwegs. Zum Thema Material-Souveränität hat Bernd Recht, glaube ich, die Landschaft im Wesentlichen schon kurz skizziert. Das will ich jetzt hier nicht wiederholen. Wir teilen das natürlich. Man sollte hier noch DLR, Ferdinand-Braun-Institut, natürlich unsere Fraunhofer-Institute erwähnen. Wir sind hier auf breiter Front unterwegs. Und zum Abschluss will ich noch sagen, gerade Atlas Hof ist ein Beispiel dafür, dass sich der Weg hin zur Produktion, zumindest in Kleinserien, auch entwickelt. Atlas Hof hat ja auch seine Stärke dadurch, dass Produktion zumindest im kleineren Rahmen sich ansiedelt um Forschungsinstitutionen und sozusagen in dieser Nähe auch in das Produzieren hineingeht. Und wir glauben, dass wir diese Linien so ausgelegt haben, dass mit den tatkräftigen und über den Tellerrand guckenden Leuten, einige davon sitzen auch hier, die bestmögliche Chance haben, ein Stück weit auch vorbildhaft. Berlin muss ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt an anderen Stellen in Deutschland da, ich will nicht sagen Neid, aber doch sehr genaues Beobachten dessen, was in Berlin sich vollzieht. Wir sollten das als Kompliment nehmen und klug und kooperativ und koordiniert weiterentwickeln. Ich freue mich drauf und wir versuchen zu helfen, wo wir können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Koch-Runterseher. Dann würde ich Podium bitten, Redebeiträge. Gibt es Anmerkungen? Frau Kunst? Vielleicht kann ich ein bisschen was an Herrn Rech anknüpfendes im Sinne der Konkretisierung der Ausführungen von Frau Koch-Unterseher beitragen. In Atlas Hof haben wir ja tatsächlich die besondere Situation, dass Wissenschaft seitens der Uni mit den Außeruniversitären und Wirtschaftsunternehmen an einem Ort sitzen. Und gleichzeitig sieht man, dass es auch neue Wege geben muss, um gerade dort auch für eine Zukunft weiter erfolgreich zu sein. Dazu gehört, dass das Aufeinanderzugehen zwischen Außeruniversitären und Universitäten bei uns dazu geführt hat, dass die Universität die Grundsatzentscheidung getroffen hat über die Fakultät. Auch die Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften zu profilieren im Sinne eines Zukunftsthemas beispielsweise um die Materialwissenschaften herum. Und dafür als Kristallisationselement den Forschungsbau Iris Adlers Hof nutzt. Und wenn man sieht, was dort passiert und in der letzten Zeit sich auch ergeben hat, ist, dass das gerade eröffnete Katalysezentrum CatLab also belegt, wie breit über die Möglichkeiten der außeruniversitären Forschungsinstitutionen dort aktiv wird mit sowohl Mitarbeit seitens der Max-Planck-Gesellschaft als auch Helmholtz und, sodass wir dort eine ganz besondere Konstellation haben und in der nächsten Zeit eben gerade neue Ergebnisse erwartbar sind,
im Forschungsgebiet der Katalyse bzw. Wasserstofferzeugung. Das finde ich schon irgendwie ganz toll, dass das gelungen ist und dass das in der Tat bottom-up aus dem guten Miteinander in Adlershof möglich war. Oder um ein anderes Beispiel, wenn Sie erlauben, noch zwei Minuten. Die Entscheidung jetzt im Bereich der Materialwissenschaften, sich nochmal besonders zu positionieren, wenn man das wirklich fruchtbar machen will, bedeutet es ja auch, dass die Strukturen der Universität, um jetzt mal von meinem Leisten zu sprechen, sich idealiter anpassen sollten, um einerseits auch in Richtung einer Zukunft von exzellenter Naturwissenschaft, aber auch mit Blick auf Anwendung und nächste Schritte so weit zu gehen, dass dann die Zwischenstücke leichter fallen. Denn neben der guten und exzellenten Start-up-Szene in Adlershof krankt es ja tatsächlich dran, wo in Berlin oder wo im Forschungsraum kann man tatsächlich nächste Schritte machen und auch mit Kombattanten finden, die aufgrund der exzellenten Ausbildung und der Start-up-Szene dann auch weiter nach Adlershof kommen, um dort die Vorbereitung für auch Technologiesouveränität zu legen. Und unser Wollen ist tatsächlich, die Basis für Technologiesouveränität zu legen und das in einer interdisziplinär ausgelegten, auf Anwendung hin orientierten naturwissenschaftlichen Spitzenforschung. Und da sind wir wirklich gut davor. Die Allianz ist insofern ein wichtiges Vehikel, weil damit über die Kooperationsformen, die in der Allianz möglich sind, für Projektzusammenhänge die zeitweise Mitgliedschaft in allen Berliner Universitäten möglich ist. Das ist der eigentliche Knaller. Jetzt an der Schnittstelle zwischen außeruniversitärer und universitärer Kooperation. Ich meine, Sie haben das anders gelöst. Aber hier ist damit jetzt die Basis gelegt, dass man in der FU Mitglied ist, wie auch in der HU, also von Adlershof bis nach Dahlem oder dort sich tatsächlich in einem durchlässigen Forschungsraum bewegen kann. Also ich habe das jetzt idealiter formuliert. Alle, die hier sitzen, wissen, dass dann manchmal auch der ein oder andere Weg in Berlin steinig ist, sodass jetzt Frau Koch-Unterseher ja ihre Unterstützung zum Wegrollen der Steine gerade erklärt hat. Vielen Dank dafür. Sehr schön, vielen Dank, Frau Kunst. Und dann würde ich einladen zu Redebeiträgen aus dem Podium. Aber ich denke, wir sind jetzt auch so weit, dass wir auch gerne Fragen aus dem Publikum begrüßen können, oder? Frau Eul hat sich gemeldet. Ja, ich hätte gerne vorhin schon mal kommentiert, Ihr Stichwort, Frau Koch-Unterseher, Durchlässigkeit, oder ich hätte das in meinem Statement mit Seamless bezeichnet. Wir haben uns sehr konzentriert auf die Durchlässigkeit zwischen Universitäten und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Und da glaube ich, das kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, das, was vor vielleicht 10, 15 Jahren so sehr beklagt wurde in der deutschen Forschungslandschaft, diese Versäulung, ich glaube, die ist schon weitgehend aufgebrochen. Aber wo wir, dann ist vielleicht jetzt Adlershof eine Ausnahme und KIT ist ohnehin natürlich ein Sonderfall, wo wir aber eventuell uns doch noch verbessern könnten, das ist auch die Durchlässigkeit zwischen den unterschiedlichen außeruniversitären Forschungsorganisationen. Da gibt es zwar einzelne Programme auch bei Fraunhofer, wir haben eine Fraunhofer-Max-Planck-Kooperation, die von den jeweiligen Vorständen auch finanziell entsprechend unterstützt wurde und auch motiviert wurde. Aber insgesamt ist das gar nicht so, so einfach und trivial ist es erst recht nicht. Also da glaube ich, da ist noch Ausbaupotenzial an der Stelle. Und dann zu dem Thema, das hat natürlich auch was mit Durchlässigkeit zu tun, in die Richtungen Grundlagenforschung einerseits und in die Richtung Anwendung, sprich Innovation, was ist eben immer der Markt, andererseits, da ist natürlich auch
große Herausforderung, sehr, sehr frühzeitig die industriellen oder wirtschaftsnahen Anwender, gerade auch den Mittelstand, mit ins Boot zu nehmen. Und ich glaube, da kann man auch noch was tun in Richtung Durchlässigkeit. Mhm. Weil das sind schon manchmal noch unterschiedliche Welten. Ja. Mhm. Sehr schön. Vielen Dank, Frau Eul. Weitere Fragen? Bernd, ja? Ich würde gern bei Frau Eul ansetzen und ergänzen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da gesprochen ist. Ich glaube, gerade für die Materialforschung, Materialwissenschaft, wenn wir über Beschleunigung reden, wenn wir darüber reden, dass neue Erkenntnisse viel schneller zu einem Produkt kommen, wird diese Art für manche noch immer, wenn man nach außen geht, klassische Wege. Ich habe eine Grundlagenforschung, Max Planck, vielleicht an den Unis. Ich habe Fraunhofer, die einen Transfer machen. Für bestimmte Aufgaben macht Helmholtz die Großforschung. Ich glaube, dem muss man sich, da gibt es ja eine sehr, sehr große Veränderung, auch schon in der Beschreibung, was ist Grundlagenforschung, was ist angewandte Forschung, auch auf EU-Ebene, die Begriff der Frontiers Research. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir hier wahrscheinlich nicht weiter vertiefen können, aber ich hoffe zumindest, dass wir den auch im Rahmen unserer BF50 mit der Berlin University Alliance, weil wir dort alle diese Wissenschaftseinrichtungen und die verschiedenen Außeruniversitären jetzt versuchen, gemeinsam zu denken, dass wir da einen Schritt vorankommen, hoffentlich auch einen, der sehr, sehr erfolgreich wird und dann als Vorbild dient und dann der Oliver Kraft kommt und sagt, wie habt ihr das gemacht? Okay, sehr schön. Wir haben noch einen Wortbeitrag aus dem Publikum. Sie kriegen ein Mikro. So, mal gucken, ob man mich hört. Hört man mich? Ja. Gut, ja, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Robert Maas. Ich leite die Abteilung für Werkstoffwissenschaften oder Werkstofftechnik an der BAM. Also ich habe eine Frage bzw. einen Kommentar über einen Punkt, der noch nicht so ganz gut durchgekommen ist. Den würde ich gerne von dem Panel ein bisschen erläutert haben. Und dann hätte ich vielleicht noch einen thematischen Schwerpunktvorschlag in Richtung Herrn Bayer ans BMBF. Erstmal vielen Dank für die interessante Diskussion. Das war sehr anregend. Wir haben lange über Technologiesouveränität, Materialsouveränität gesprochen, Innovationen. Und da schoss bei mir so durch den Kopf, ja, alle Entwicklungen, die ich so in der materialwissenschaftlichen Forschung sehe, die auch in neue Produkte kommen, die sind ja zunehmend, sagen wir mal, komplex aus Sicht der Materialwissenschaften. Und anfänglich wurde auch darüber gesprochen, dass wir Abhängigkeiten haben in Richtung verschiedene Elemente. Das kam einmal durch von Seiten des Herrn, der das Wirtschaftsforschungsinstitut vertritt. Ja? Herr Fratscher. Und dann kam das bei Herrn Kraft auch noch durch, über die Batterien mit dem Kobalt. Das sind geopolitische Abhängigkeiten, denen wir uns hier irgendwie unterziehen. Und die Frage für mich ist so, also es ist ein bisschen wenig artikuliert worden in der Diskussion. Ich weiß nicht, wie Sie das so sehen. Ich würde Ihre Meinung gerne hören, weil natürlich wir, wenn wir neue Technologien entwickeln wollen, das mit in Betracht ziehen müssen. Das ist sozusagen genauso wie Biologisierung oder Digitalisierung in den Materialwissenschaften. Und das wird zunehmend ein heikles Thema, weil wir eben uns generell in allen Materialsystemen immer komplizierter ausrichten. Also das sozusagen als Anregung oder Frage. Und in Richtung Herrn Bayerns, BMBF, da fiel mir so ein, als thematischer Schwerpunkt, den man vielleicht noch wieder Strategiepapier in Betracht ziehen könnte, was wir Anfang des Jahres besprochen haben, dass wir dann in Richtung substitutionelle Materialwissenschaften, um diese Dinge mit abzugreifen, was eben in Richtung Abhängigkeiten Reduktion gehen würde, beziehungsweise auch Nachhaltigkeit vielleicht gleich am Anfang der Wertschöpfungskette mit ansprechen würde. Das war alles. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Dann möchte Herr Bayer darauf antworten an der Stelle. Auf die Bedeutung substitutioneller Materialforschung. Ich würde kurz Herrn Bayer fordern, dann an Herrn Kraft übergeben. Ja, sehr richtig, das ist so. Also dieser Bereich muss in dem Strategiepapier, was Ihnen da vorliegt, was vor einiger Zeit veröffentlicht wurde, noch deutlich nachgeschärft und nachfokussiert werden. Wir haben diese Thematik, dass der Verbundmaterialien auf der einen Seite und der Herausforderungen der Gestaltung von Materialien als erste Stufe einer Circular Economy, einer Kreislaufwirtschaft, Materialeffizienz, Kreislauffähigkeit, das sind die großen Themen, die sicherlich sehr, sehr stark in den Vordergrund gerückt werden. Das gibt mir die Gelegenheit, noch einen zentralen Punkt auch noch mal einmal zu machen. Weil wenn man das so tut, dann ist das Thema der Hochskalierung
ein ganz entscheidendes. Es geht ja nicht nur um die Zusammenarbeit in den verschiedensten Bereichen, sondern die Hochskalierung von innovativen Entwicklungen, die uns vorliegen. Die wurde uns in einer ganzen Reihe von Gesprächen als der zentrale Ansatz eben halt auch geschildert. Ich gebe offen und ehrlich zu, da suchen wir auch noch über das bestehende Wagniskapital, Verbundprojekte, Hubs. Wir suchen darüber hinaus noch nach neuen Ansatzpunkten. Ich bin für jede Anregung, für jeden Vorschlag da hoch dankbar. Wir werden die Materialforschung in jedem Fall in den kommenden Monaten und Jahren da neu fokussieren und neu ausrichten. Vielen Dank, Herr Bayer. Herr Kraft? Ja, ich wollte da kurz darauf antworten. Also es gibt gewisse Unterschiede. Ne? Also es waren die seltenen Erden angesprochen. Das ist geopolitisch, weil die sind gar nicht so selten. Kobalt ist tatsächlich selten. Also wenn man auf dem heutigen Stand der Technologie dann die Automobilbatterien bauen würde, bis 2030 dann auch zu dem Stand kommt, den man erreichen will, dann reicht das Kobalt schlichtweg nicht. Also es hat nichts, da hat es wirklich mit echter Verfügbarkeit zu tun. Da nutzt einem auch Rezyklieren nichts, weil das Kobalt, das man hat, ist dann ja in Batterien, die auch verwendet werden. Also da muss man einfach substituieren, also aus der puren Notwendigkeit heraus. Und in dem Moment, wenn es dafür sozusagen einen Markt gibt, dann wird es auch passieren. Die Frage ist nur, und da sind wir wieder bei dem Thema Souveränität, wem gelingt das am schnellsten, am besten, was weiß ich, Eisenphosphat-Batterie, also Lithium-Eisenphosphat als Kathodenmaterial ist ein nächster Schritt. Das wäre komplett kobaltfrei und mit Elementen, die halt eben auch gut verfügbar sind. Und das ist genau das, worum es geht. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist eine beschleunigte Materialentwicklung. Das hängt mit Digitalisierung sicherlich zusammen, aber eben auch mit neuartigen experimentellen Methoden und sicherlich dann auch der Skalierbarkeit an der Stelle. Also von daher ist das wirklich ein großes Thema und wir werden das im Zusammenhang mit Elektrifizierung in allen Lebensbereichen noch viel stärker sehen. Wasserstoff, meine Katalysatoren in der Wasserstofftechnologie ist das nächste Thema. Selbst so Dinge wie Kupfer werden irgendwie ein Thema werden und so weiter. Also ich glaube, da wird es viel Arbeit geben in dem Bereich und letztlich auch viel Geld zu verdienen, wenn man schnell genug ist. Vielen Dank. Dann hätten wir noch Zeit, vielleicht für eine Wortmeldung, eine Frage. Haben wir noch? Sind zwei. Okay, da zwei. Dann starten wir mit Franziska. Preise, okay, na gut. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Franziska Emmerling. Ich komme auch von der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfen und leite dort die Abteilung Materialchemie. In der Diskussion hat mir besonders gut gefallen dieser Ansatzpunkt, dass wir wirklich von der Synthese bis hin zum Maschinenbauer, was für mich schon sehr weit gedacht ist, kommen. Ich arbeite seit 16 Jahren in Adlershof und bin auch an der Humboldt-Universität. Also ich weiß, wie gut durchlässig das ist zwischen außeruniversitären und der universitären Forschung. Meine Frage ist, in unserer Kette fehlen uns da wichtige Glieder? Bernd hat Reallabore erwähnt. Also ist das nochmal ein Punkt, wo wir nochmal nachschärfen müssen, dass wenn ein gutes Ergebnis erreicht ist, bei der Übergabe auf die nächste Stufe in der Produktion wirklich Lücken entstehen? Also ob wir da wirklich eine gute Sicht drauf haben? Das wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt, den man stärker betonen sollte. Bernd, möchtest du darauf antworten? Ich würde nur kurz eins ergänzen, weil ich angesprochen war, aber dann würde mich natürlich auch interessieren, wie das auch beim Ministerium zum Beispiel gesehen wird. Ich glaube, wir brauchen diese Arten von Reallaboren und wir brauchen da vielleicht auch einen neuen Weg, wie wir die öffnen und gemeinsam nutzen, weil wir wissen bei manchen Fragen nicht, also zum Beispiel jetzt einfach nur auf unseren Campus Adlershof bezogen, kommt das dann aus der Uni, kommt das aus dem Außeruniversitären, kommt es gemeinsam, kommt es aus einem Start-up und wie schaffen wir dann in einer Form der Zusammenarbeit den nächsten Technologieschritt zu gehen, der einfach dazwischen ist. Und ich glaube, das sind bei vielen von diesen Materialien, die wir heute genannt haben, wird das eine große Herausforderung sein. Und wir haben einfach nicht die Kultur in Deutschland, dass es halt dann, wie zum Beispiel in Kalifornien, vielleicht früher dann jemand wirklich Risikokapital in die Hand nimmt. Und sicher gibt es dort auch sehr erfolgreiche Beispiele bei Fraunhofer, die gibt es bei Helmholtz, es gibt es bei allen. Aber das in einer neuen Form der Zusammenarbeit. Und das muss wirklich dann auch lokal, regional sein, weil ich muss dann vielleicht gleichzeitig noch in meinem Labor sein, aber schon in der Pilotfertigung mitarbeiten. Und wie schaffen wir diese Durchlässigkeit noch besser? Und wir brauchen natürlich diese Infrastrukturen, weil die kosten echt Geld. Herr Bayer, möchten Sie darauf noch antworten oder Frau Koch-Untersee? Berlin vielleicht.
Frau Korunterseher? Herr Bayer, okay. Ja, sehr gerne. Also Wagniskapital ist mehrfach angesprochen worden. Wir sehen am aktuellen Rand sehr, sehr ermutigende Entwicklungen. Wir haben so viele Einhörner, das sind die Unternehmen, die in kurzer Zeit sehr, sehr stark wachsen, bis über einen Kapitalwert von 1 Milliarde Euro hinaus, wie nie. Die Summen für Wagniskapital in Deutschland und Europa wachsen. Der Standort wird gesucht. Da mögen sich auch in gewisser Weise die großen Investitionen in die auch niederschlagen, die wir ja getan haben. Wir haben ja, das darf man nicht vergessen, die F&E-Intensität, also Anteil von Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt von 2,5 auf 3,2 gesteigert. Aber worauf ich hinaus will, die lassen Sie uns da durchaus gemeinsam überlegen. Ich finde das ganz, ganz spannend jetzt. Ich sehe diese Brüche, die werden immer wieder beschrieben. Die Frage, die ich eher an Sie habe, ich würde die Frage zurückgeben, ist, welche Instrumente würden Sie uns vorschlagen, um diese Brüche zu adressieren? Das wäre super spannend. Ja. Diesen Diskussionsprozess greifen wir gerne auf. Vielen Dank, Herr Bayer. Frau Korunterseher, wollten Sie dazu noch was sagen, zu diesen Brüchen, zu diesen Vernetzungsstellen? Ja, ich glaube, dass wir darüber weiter intensiv im Gespräch, also nicht erst ins Gespräch gehen müssen, da sind wir ja schon längst dabei, aber wir müssen bei dem Thema Transfer, welche Formate brauchen wir und welche Art von Transfer sozusagen gängiger zu machen, da müssen wir weiter intensiv reden. Wir haben mit dem HZB jetzt gerade, ich glaube gestern war es Herr Rech, sozusagen auch über die Thematik noch intensiver gesprochen, und das tun wir auch mit den anderen Instituten. Ich glaube, dass wir da sozusagen gemeinsam spezialisiert und konkret besser werden müssen. Das ist vielleicht nicht nur eine Frage der finanziellen und haushaltlichen Unterstützung, sondern das ist auch eine Frage, was sonst zu dieser Ermöglichungsstruktur dazugehört. Wahrscheinlich auch Verfügbarkeit von Raum und Platz und steuerliche Regelungen, die sowas nicht behindern, sondern befördern und viele, viele andere Rahmenbedingungen, wenn Sie so wollen. Ich glaube, da sind wir noch nicht am Ziel, aber ich sehe ein neues Bewusstsein sozusagen im Transfer auf breiter Front und zugleich konkret und spezifisch besser zu werden. Und wir beteiligen uns daran, das kann ich nur noch mal zusichern, mit allem, wozu wir uns fähig finden und sind da hoch interessiert an einer Unterstützung dieser Weiterentwicklung. Vielen Dank. Frau Eul, ganz kurz noch gerne Ihr Kommentar. Ja, ganz kurz. Ich möchte auch tatsächlich an der Stelle mal was Positives sagen und die Ministerien, von denen wir ja so gerne immer was fordern, hier an der Stelle auch mal loben anhand eines Beispiels. Also diese Anschlussfähigkeit und eben auch das Thema Durchlässigkeit über die Wertschöpfungsstufen im THL-Labs hinaus. Das diskutieren wir im Themenfeld Leichtbau. Herr Dr. Maas kennt das auch schon seit einer Weile auch ganz intensiv zwischen den beiden zuständigen Referaten im BMBF und im BMBI. Und das ist, glaube ich, einfach der Anfang, dass man da in einen guten Kontakt, in einen guten Dialog miteinander kommt. Und das passiert da gerade. Also das soll einfach auch mal als ein positives Beispiel genannt werden. Und ich denke, da wird man mit der Zeit auch die Formate finden. Vielen Dank, Frau Eul. Dann hätten wir noch Zeit für Redebeitrag aus dem Publikum. Matthias? Also Matthias Bickermann, Leibniz-Institut für Kristallzüchtung. Die Vorredner haben jetzt eigentlich schon auch mein Thema aufgegriffen. Dialog und Souveränität sind ja da sozusagen wirklich sehr nah verwandt. In der Möglichkeit, sich für eine Forschungs- oder Entwicklungsrichtung souverän zu entscheiden, heißt auch immer die Partner zu kennen und auch entsprechend dann zu sehen und damit Möglichkeiten zu eröffnen. Das sind vor allem Gesprächskreise auch, wie Sie sagen, Frau Koch, das sind Räume, sind Begegnungen. Und da ist natürlich mit der BUA, auch mit der BR50 hier in Berlin Vorarbeit geleistet worden. Ich glaube aber auch, wenn hier gesagt wird, und das sehe ich auch nochmal, kann sich verbessern in der Zusammenarbeit der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, in der vielleicht auch Förderung von Konstellationen, die jetzt noch nicht so richtig förderbar sind, dass man dadurch Flexibilität einfach ermöglichen muss, Souveränität so zu spielen, dass man die Themen, die hier für wichtig erachtet werden, einfach auch in den Konstellationen voranbringen kann, in denen sie am meisten Sinn machen. Okay, vielen Dank, Matthias. Gibt es noch einen Redebeitrag? Dann nehmen wir den als letzten rein und müssen zum Ende kommen. Danke. Ja, vielen Dank. Tim Fellinger, mein Name, ebenfalls von der BAM. Ich würde gerne noch zwei Aspekte ansprechen, die in der heutigen Podiumsdiskussion noch nicht zur Sprache kamen, die, glaube ich, aber sehr wichtig sind. Okay. Und zwar
ist das erstens die Frage nach den Auswahlkriterien für die Technologien, in denen wir souverän werden wollen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in der globalen Diskussion, die anfangs angesprochen worden ist. Und der zweite Aspekt ist, also wenn ich das nochmal so kurz zusammenfassen kann, wie ich die Strategie sehe, gewinnt die Wissenschaft sozusagen an fundamentaler Bedeutung für die Technologiesouveränität, indem über Fördermittel strukturiert bestimmte Wissenschaftszweige gefördert sind. Man könnte fast sagen, dass die Wissenschaft dort zu einer Technologieschaft wird. Und hier hätte ich eine Frage an Frau Kunz und Herrn Kraft, ob dann nicht auch eine gewisse Transformation der Wissenschaft notwendig ist. Frau Kunz hat gerade erzählt, wie in Adlershof das im Grunde geschieht. Denn letztendlich ist ja die Messung der Qualität der Wissenschaft nicht gegeben durch das Erfolg eines Produktes, sondern letztendlich ist es eine Publikation. Danke. Vielen Dank. Herr Kraft, möchte kurz antworten? Wenn ich gerade dazu was sagen kann. Also ich glaube, ich habe es versucht, in meinem Statement unterzubringen. Ich glaube, als Wissenschaftsmanager und im früheren Leben selber Wissenschaftler, ich kann für mich nicht in Anspruch nehmen, die Entscheidung zu treffen. Und deshalb glaube ich, dass eine breite, exzellente Grundlagenforschung erstmal Voraussetzung ist. Und zwar unabhängig von der Anwendung, die man vielleicht auch konkret im Blick hat. Wenn ich vor 5 Jahren oder wenn wir am KIT vor 5 Jahren CEOs von deutschen Automobilunternehmen geglaubt hätten, hätten wir unsere Batterieforschung eingestellt, weil da hieß es noch, Zellfertigung wird es in Deutschland nicht geben. Wir kaufen das alles in Asien ein, der Zug ist abgefahren. Oder vielleicht vor 6 Jahren, aber so in der Größenordnung. Und jetzt werden 9 Gigafactories gebaut oder so. Also was ich damit sagen will, ist, da sind einfach auch unterschiedliche Zyklen. Und erstmal glaube ich, dass die Wissenschaft nach wie vor erstmal wichtig ist, eben in sich gut, exzellent zu sein und dann zu schauen, an welchen Stellen. Und da spielt dann gerade das Zusammenspiel universitär, außeruniversitär eine Rolle. Wo geht man zusammen, um auch sehr zielgerichtet dann Dinge zu entwickeln? Und das ist sicherlich eine sehr schwere Frage, wie man dort auswählt. Und sicherlich auch eine, die die Politik entscheiden muss an vielen Stellen. Wann machen wir Kohleausstieg? Entwickeln wir Technologien für danach oder konzentrieren wir alles für bis 2030? Das sind politische Entscheidungen, an der wir dann als insbesondere als Außeruniversitäre auch entsprechende forschungspolitische Vorgaben bekommen werden oder bekommen. Vielen Dank. Frau Kunz, wollten Sie noch darauf antworten? Ja, ich meine, als Universität haben wir den Anspruch, auch souverän unter Nutzung der Freiheit von Wissenschaft und Forschung uns zu entwickeln, wie die Universität im Rahmen ihrer Möglichkeiten es für richtig hält. Also das jetzt vielleicht nur noch mal, ich weiß, das würden Sie nicht in Frage stellen, trotzdem noch mal als Statement. So dass einerseits eine breite Grundlagenwissenschaft unerlässlich ist, andererseits Entwicklungen auch aus einer Hochschulleitung wahrzunehmen sind, die sich in den Wissenschaften zeigen, dadurch, dass zu einem, wenn man meinen Job gut macht, ist tatsächlich das Zuhören das Essentielle und das Wahrnehmen, welche Geburtshilfe ist tatsächlich für auch eine Neuausrichtung entscheidend. Und was man in den Naturwissenschaften wahrnimmt, dass die Grenzen zwischen den Disziplinen verschwunden sind, sodass eine Neuausrichtung sich schon bottom-up und auch in Orientierung an den Talenten, die gewonnen werden können, entlang präzisieren muss. Aber Grundsatzentscheidungen, beispielsweise ein Zentrum für Materialwissenschaften zu machen, ist dann eine am Ende Top-Down-Entscheidung, die getragen sein muss von den Kollegen in den Fächern, weil mit ihnen oder von ihnen das Commitment tatsächlich sicher ist, dass sie sagen, da ist sozusagen nach Auswertung aller Trüffelschweine das Know-how der Zukunft zu legen, gerade an diesen Schnittstellen, sodass jetzt ich meine Profession so verstehe, an den Wachstumsstellen von Wissenschaft auch Strukturen umzubauen und den Weg freizumachen. Die Erfahrung mit Top-Down-Entscheidungen, also bestimmte Themen auszuwählen, ist mäßig überzeugend. Also das hat ja beispielsweise auch Berlin lange probiert, auch wir als Humboldt-Universität, sodass der Weg tatsächlich
zuzuhören, zu entscheiden und anzupassen, der erfolgreichere ist, der letztendlich anschließt an die Antwort von Herrn Kraft. Man braucht eine breite Basis, man weiß nicht ganz genau, was am Ende des Tages gebraucht wird und trotzdem braucht es eine Richtung, weil wir uns auch nur begrenzt viel leisten können. Vielen Dank, Frau Kunst, für diese tollen Worte, die ich jetzt als Schlussworte interpretiere auch. Wir sind etwas über der Zeit. Das heißt, ich danke allen Mitgliedern des Podiums für die sehr engagierte Diskussion, die dieser Thematik durchaus gerecht wurde. Viele Facetten konnten wir sicherlich nicht ansprechen. Vielen Dank auch an unser Publikum hier für die Wortbeiträge, die Kolleginnen und Kollegen im Stream. Und last but not least, vielen Dank an Anja Sommerfeld von der BR50, die das hier alles mitorganisiert hat. Und auch Dank an die IGAFA, die uns auch unterstützt hat bei diesem Vorhaben. Haben Sie vielen Dank und noch eine erfolgreiche Berlin Science Week. Applaus.